was bisher geschah. Ihr zwei kennt euch? Dann seid ihr jetzt Partner. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Kai! Ich bleibe bei dir. Hände hoch! Sofort! Detective, wer ist das? Kennt sich mit Tabellen aus. Scheiße. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Yes, Sir. Gut, dann macht hin. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Bleib beim Wagen. Wachhunde, Leo? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Latchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, Deckung! Und damit herzlich willkommen zurück bei Battlefield Hardline. Puh. Kai, wer sind diese Typen? Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Und es ist wieder vogelwild. Was ist mit ihr? Airbag, ist sie noch wach? Oder ja, wach nicht, aber bewusstlos wahrscheinlich. Du hast keine Chance, Leo. Du bist verhaftet. Oh. Okay. So, die Kopf hier, sei Leo. So, den ersten Hammer. Okay, er sieht deckt mich, sie deckt mich. Ja, wenn die Kraft redet, wird es mächtig ärgern. Tod bin ich für euch wertlos. Er darf nicht rein. Da sind sie. Bewaffnete Verdächtige. Geh ran. Oh, fuck. Entdeckung. Er
Ah, fuck, bin tot. Oh, was geht denn hier ab? Jo, dann machen wir das doch gleich nochmal. Wow. Es geht gut ab. Nachladen, es ist nachgeladen. Oh. Du hast keine Chance, Leo. Hände hoch. Bist du irre? Okay. Schon die Kopf, ihr seid tot, Leo. Die Punkte holen wir uns. Sehr gut. So, da muss man ein bisschen schneller sein. Mit Kuba scannen, ne? Deckung, ich hänge. Wo hänge ich denn? Luzifix. Eieieiei. Los, weiter! Da! Gezielte Schüsse. So, das war jetzt. Ah, da! Ja, wir sind schon dran, wir sind dran. Warte, linke Seite, rechte Seite. Ich will doch noch helfen! Ich brauch deine verdammte Hilfe nicht! Okay, sicher? Sie immer abhauen müssen. Nick, da kommen noch mehr. Ja, danke, ich sehe es. Okay, Leo ist nicht durch den Pool, also ist er in der Nähe. Was war denn in der Garage? Verdachtsperson in der Nähe ist 10-27-13. Ist irgendwo ein Beweisstück? Warte. Bleib, wo du bist! Alles klar, bleib locker, Mann. So, den haben wir. So, ganz ruhig. Okay. Oh, scheiße. So, da ist der andere, den haben wir markieren können. Muss nachladen. Die halten so viel aus. Nachladen nicht vergessen. Wo seid ihr denn? Da kommt der andere von der Seite. Nachladen. Ich seh ihn! So, hier drüben! Ich
So, Hammer, clean. So, hier hat es irgendwo vibriert. Wegen Beweise, 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 Beweise. Der hockt da hinten rum. Hier hat es vibriert mit Beweisen. Ja, genau. Und wo seid ihr? In der Waschmaschine vielleicht? Oh, warte, warte. Hier. Okay, Spurenanalyse. Die läuft, passiver Scan. Beweis anschauen. Hier haben wir, das kennen wir schon. Aber hier, was denn? Nee, warte mal. Ortschaft ist nicht bloß irgendein Powerboy für Miami's Penner. Dieses Zeug wird massenweise produziert. Wenn ich Glück habe, finde ich eine neue Schleimspur, die mich direkt an die Quelle führt. Hotshot strömt von der Straße in die Türme des Elmore Hotels. Okay. Das Zeug ist überall und langsam wird es zum Modeartikel. Jemand muss herausfinden, wo es hergestellt wird und die Quelle zum Versiegen bringen. Noch mehr Hotshot. Jo. Zurück. Muss aber noch irgendwas sein. Hier ist doch mehr. Er schläft. Hier müssen wir echt mit ein bisschen Scan arbeiten, um die Beweise zu sichern. Aber ich darf den da oben nicht vergessen. Halt, warte, warte, warte. Da, das Hemd. Beweismaterial gefunden. So, reinschauen. Gerüchten zufolge dealen Mitarbeiter des Elmore Hotels Kokain an ihre Gäste. Ah, super. Finde heraus, ob das Management die Finger im Spiel hat. Der Concierge des Hotels oder des Elmore Hotels erledigt für irgendjemanden im MPD Gefälligkeiten. Cops sollten die Finger von Gefälligkeiten lassen, vor allem wenn es um verurteilte Verbrecher geht. Dem Hemd nach zu urteilen ist der Cop aber selbst auch kein Kind von Traurigkeit. Transcript: Kalte Handwäsche, nicht in den Trockner, 15 Minuten pressen, keine Scheiße bauen, der Typ ist ein Bulle. Da hat ein Cop die Hände im Spiel. So, zurück. Okay, hier sind noch mehr Beweise bestimmt. Die Schränke kann man nicht öffnen. Aber da geht's noch hoch. Das ist eine Waffenkiste. Ah, da. Da ist die Waffenkiste. Beweis ansehen. Ah, Drogenkaufliste gefunden in Episode 2 Abgang. Da haben wir einmal das Dokument registriert. Fingerabdruck. Ignacio David. Eine Verurteilung. Kokainbesitz. 26.12.2010. Der Beweis, dass der Kurier des Elmore Hotels Drogen auf dem Hotelgelände verkauft und zur Preisdiskriminierung neigt. Transkript Jody, Tagesübersicht. 2D, 1 Gramm, $200. Hatte Nasebluten. Ich sagte nein, aber er bot mir höheren Preis an. 3B, 1G, 150. Babe-Sonderpreis, ich scheiß die $50 selbst zu. Gesamt 550, ich schulde dir 300. Die täglichen Verkaufszahlen. Mitarbeiter des Monats, sozusagen. So, hier haben wir schon geschaut in dem Eck. Bam, 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 bam. Warte, war ein Zettel. Warte, 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 jetzt ist er abgehauen. Ach so.
Da hockt er. Hier ist nichts. Hast du Leo? Erstmal sicher. Da traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Gut. Sag Bescheid. Der ist hier durch. Ja, danke, danke, danke. Oh, oh. Los, zumachen und runter. Er kommt vom Pool, Kai. Wichtige Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Es liegt ein Notfall vor. Wer sich im Zimmer befindet, sollte die Tür abschließen und vom Fenster wegbleiben. Wer sich in einem öffentlichen Bereich befindet, sollte das Hotel sofort verlassen. Die Polizei ist Ich weiß. Ich verstehe den Idioten, die hier rumballern. Ist ihn einer? Hier ist er! Oh, fuck. Vorsicht! Reiß ihn ab! Jetzt hier lang! Die halten brutal viel aus. Oh, fuck. Der stöhnt manchmal wie eine Frau, ne? Die angeschossen wird. Aber die Partnerin ist doch gar nicht da. Da. Ja, hab ihn. Sechs Schuss kriechen. Oh, doch nicht. Keine Munition. Überwältigt, nicht tödlich. Wo ist er hin? Ach, da ist er doch. Bleib doch stehen, Mann. Irgendwie nach oben? Schwärmt aus und findet Leo. Halt! Du bist verhaftet! Was ist hier los? Okay. Okay. Mach keinen Scheiß. So, den Hammer. Ja, fuck. Da steht einer, da steht zwei. Hände hoch! Du bist verhaftet! Ja, kein Problem. Das war gut. Da oben ist er. Der Wächter wurde überwältigt.
Da oben. Verstanden, 13. Verstärkung trifft gleich ein. Hinter mir war einer. Halt! Polizei! Oh, oh, okay. Das läuft gut. Ich habe Millionen Handschellen dabei. Ich habe Millionen Handschellen da. MPD! Fuck. Boah, der hat einfach geschossen, ne? Kai, wo bist du? Ich gehe nach oben und such das Büro, Kai. Durchsuchen. Fläschchen mit Hotshots, okay. So, wir müssen nach oben, hat er gesagt, ne? Wie kommt sie so schnell hierher? Meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Kapiert! Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Oh, das ist, gefällt mir nicht. Aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine. Hey, du hast ihn so zugerichtet. Have fun. Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das Mendoza, also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Okay, jetzt wird's kritisch. Ich hab nicht mehr... Boah, ich bin so ein Scharfschütze. Und... Ei, 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 ei. Oh, verflucht. Brauch Munition. Warte mal, hat sie Munition? Kann sie mir aushelfen? Munition. Brauch Munition. Wen hältst du und warum stehst du hier so rum? Sehr schöner Bug. Ah, fuck. Officer am Boden! Officer am Boden! Gegner überwältigt. Ja, schön überwältigt, aber dennoch, ich brauche eine andere Waffe. Was haben wir denn hier noch? Ja, die habe ich. Ach ja. Ah, oh, ein Colt. Der hat ja natürlich Bums, ne? Schaden ist höher. Ah, nehmen wir den doch. Okay, jetzt passt's wieder. Sorgt dafür, dass er überlebt und haltet ihn von den Kollegen fern. Seht euch auf! Komm schon! Kommt schon, da drüben! Noch mehr Bullen! Mach den Platz und dann weg hier! Ich geh hier rüber! Was für eine Scheiße? Thank you.
So, immer mit der Ruhe. Ah, durch das Milchglas sieht man so schlecht. Was passiert jetzt? Nachladen. Okay, wo sind sie? Da. Sind das Feinde? Ja, da ist einer mit einer Schrotflinte. Dirty Harry, beziehungsweise einen auf. Ah, wie hieß der von Lethal Weapon? Rex, gell? Oder Murto? Ja, Sergeant Murto. Gibt's doch nicht. Kommen sie oder kommen sie nicht? Wahrscheinlich, wenn ich einsteige, kommen sie. Kannst du den fahren? Ja, werden wir gleich Leo sehen. Leo ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, fahr los! Oh, wie ein LKW. Der lässt sich fahren wie ein LKW. Ja, aber massiv. Okay, wir fahren über den Damm in einem Truck. Nicht zu übersehen. Okay, geklappt. Er ist angepasst. Klar, ich stelle das. Auf der Okay, Verfolgungsjagd ist schon mal cool. Mit Helikopter. Da ist Dorf. Leo ist wichtiger, als du glaubst. Folge dem Weg. Eieieiei. Oh, der ist gepanzert, der Wagen. Sehr geil. Oh, wow. Alles okay? Weiter, los! Ziel abgeschlossen, mit Durst treffen. Boah. Detectives. Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, der Captain steckt damit drin. Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt?
Ja, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ah, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Okay, das war Episode 2, der Abgang. Ich habe nicht alle Beweise gefunden. Wunderbar. Alles klar, dann machen wir jetzt mal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich war ein bisschen wortkarg. Sorry dafür, aber ich musste mich konzentrieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Battlefield Hardline. Ciao, macht's es gut.